Willkommen zurück zu Let's Play Drakensagen Online. Da sind wir jetzt mit Julinär oder Julinar, unserer Drachenkriegerin, in der kleinen Gruft. Und zwar kurz vor, wie hieß das, King's Hill, glaube ich, richtig? Sehe ich das richtig? Kurz vor King's Hill war das, ja. Richtig, richtig. Wir können ja mal auf die Karte gucken, die Weltkarte. Das finde ich so schön, dass wir da auch rein und rauszoomen können. Konnten wir das? Ne, konnten wir gar nicht. Geh mal da tiefer rein. Geht das? Ne, geht gar nicht. Okay. Da ist die normale. Ach so, das ist die Karte. Ne, das reicht mir in der Größe. Ja. Und wir können auch ein bisschen rauszoomen. So. Und ja, wir wollen uns immer schön hier umschauen. Ne? Also wir wollen ja nichts. Oh, das sieht ja interessant aus. Da geht's da unten weiter. Cool. Ah ja, guten Tag. Guten Tag. Kommt mal alle mit. Fernkämpfer hier. Fernkämpfer gehören verboten. Ja, da bin ich mal gespannt, was uns hier noch so erwartet. Ich gehe aber mal lieber zu den Fernkämpfern und dann machen wir mal hier so einen Rumpsdibums-Rundumschlag. Ist das schön? Ist es nicht schön? Nur weil wir es können. Und da kommt was Böses. Hallo? Aber ich wollte jetzt erstmal den hier weg haben. So, bitteschön. So. Au. Und das war übrigens der Hauptmann Jeremy. Den haben wir beseitigt. Und der verliert 7 Dietriche und Lederhandschuhe und ein Knappenschild und ein Stirnband und verbesserte Ausrüstung. Oder habe ich da jetzt falsch geguckt? Also, einen Knappenschild. Ja, dadurch, dass wir ja eine Zweihandwaffe haben, ist das so eine Sache. Okay, die Handschuhe, die sind nicht so besonders. Dafür ist das Stirnband auch nicht so besonders. Aber Schlachtessenzen haben wir. Die nehmen wir mal. Und die Dietriche haben wir auch. Und jetzt sortiere mal schön Dietriche mal nach unten. Das tun wir auch mal da unten. Ich würde das ja ganz gerne aufheben hier, dieses Teil. Für den Fall, dass wir mal eine sehr, sehr gute Einhandwaffe noch finden. Und wir eventuell ein bisschen besser tanken müssen. So. Das will ich immer noch nicht. Könnt ihr das denn nicht mal wegmachen? Verflixt und zugenäht. Was ist das eigentlich? Draken. Mhm. Ruhmzeichen. Das sind die Glyphen der Macht. Ich habe mal irgendwie was da eingeschmolzen beim Schmied. Wenn man da genügend von hat, kann man auch irgendwie was damit machen. Das gucken wir uns dann nochmal an. Ja, ich hatte das beim letzten Mal, als ich hier den Charakter hochgezogen habe. Also beim vorletzten Mal quasi, wo ihr noch nicht mit dabei wart. Beim Schmied mal so ein paar Sachen ausprobiert. Und ja, reich sind wir immer noch nicht. Dumme Sache eigentlich. So, und lauter Fernkämpfer, das nervt. So. Und ich wollte aber jetzt ganz gerne mal genau, das war einfach die falsche Taste, die ich gedrückt hatte. Und den Stein kaputt gemacht. Na gut. Ich wollte den Sprung da mal ausprobieren. Hier diesen Kriegssprung, den wollte ich einfach mal ausprobieren. Hab dann leider dummerweise das Falsche geklickt. Und da rein?
Rein, ich will da gucken, ich bin neugierig. Und da haben wir einen verborgenen Schatz. 12 Münzen. Eine magische Schatzkiste. Zum Öffnen werden 5 Dietriche gebraucht. Öffne diese Kiste jetzt, um dir ihren wertvollen Inhalt zu sichern. Dies ist deine Chance, den 1000. Andermann-Jackpot zu gewinnen. Aha. Also 1000 Andermann-Jackpot zu gewinnen. Mögliche Inhalte. Diese Kiste enthält mindestens 2 magische oder bessere Gegenstände oder entweder Schlachtessenzen oder Edelsteine bis zur 5. Qualitätsstufe. Ja, warum nicht? Und was haben wir jetzt bekommen? Eine Schärpe, ein Knappenschild, also Items waren drin. Items. Und zwar war drin. Wieso habe ich das jetzt angelegt? Wollte ich ja nicht anlegen. Also dieses Knappenschild. Das ist doch auch ein Knappenschild, oder nicht? Dieses Knappenschild hat einen Rüstungswert von 42, Blockwertung 336. Körperkraft wird erhöht auf 601, oder nicht Körperkraft, sondern Kampfkraft, richtig? Genau, Kampfkraft. Blockstärke 1, 70, fast 71% Blockwertung. Und der hätte. Noch mehr Kampfkraft, aha. Besseren Rüstungswert, besseren Blockwert. Dabei sieht der so unscheinbar aber aus hier. Gibt's doch gar nicht. Einschmelzwert 56, der nur 52. Also, da bin ich ja jetzt baff. Zieht so, ja gut, magischer. Aber das ist doch auch magisch. Ja. Aber wir haben da noch mehr gefunden. Irgendwas habe ich angezogen. Das habe ich angezogen. Die Schärpe hier. Gegenstandsstufe 9. Plus 31 auf alle Widerstandswerte und plus 2 Schaden, den wir verursachen. Sehr schön. Körperkraft. Kampfkraft. Ich lerne es irgendwann nochmal. Kampfkraft 80. Den haben wir automatisch angezogen. Und ansonsten. Ja, also die 2 Sachen gab es wohl. Offensichtlich. Und, ah ja, und weitere Essenzen. Vorher waren es ja nur 110, richtig? Naja, 5 Dietriche sind weg. Ob das jetzt die Dietriche wert war, das weiß ich natürlich nicht. Dazu bin ich noch zu neu in diesem Spiel hier. So, was haben wir hier sonst noch so? Lauf doch mal da rein. Kannst du da nicht reinlaufen? Nicht hin. Nö. Ja, hier ist noch so eine magische Truhe und wir haben natürlich nicht genügend Dietriche, richtig? Ja. Ich könnte jetzt Dietriche erwerben. Magisch oder besser? 740. Ja, lohnt sich das jetzt oder nicht? Ich bin zu neugierig. Ich will es jetzt wissen. Und ich bekomme auch uraltes Wissen. Ich bekomme auch einen blauen Siegelring und einen universellen Heiltrank und Schlachtessenzen. Ja. Warum nicht? So, der blaue Siegelring bringt mir 72 Lebenspunkte. Das ist schön. Und einen leeren Sockel. Und Kampfkraft wird erhöht um 72 und deswegen ersetzen wir euch dich da mal, denn der hat ja auch nur einen Sockel und bringt sonst nicht wirklich viel. So, schön. Ach ja, ich bin happy, ich bin glücklich. Ein verlorener Schatz. 12 Münzen. Okay. Ja, prima. Wir haben übrigens auch eine der täglichen Quests erledigt beim letzten Mal. Ich weiß nicht, hatte ich das gezeigt? Doch, ich glaube, ich hatte das gezeigt. Genau, ja.
Wir sollten da ja mindestens zwei Quests abschließen. Das haben wir auch gemacht. Und da ist ja noch ein verlorener Schatz. Hallo. 13 und 14 Münzen. Ja, ich muss besser aufpassen. Ich sehe das schon. Nicht immer an diesen Sachen hier vorbeilaufen. So, habe ich sonst noch irgendwas übersehen? Da oben doch hoffentlich auch nicht. Schade, dass man da nicht noch weiter rauf kann. Nee, da war nichts mehr. So, ja, dann werde ich jetzt mal reihum meine Quests abgeben. Wenn ich hier raus bin. So. Ah ja. Streunerin? So. Das heißt, ich gehe also einmal hier zu der, wie hieß sie doch gleich? Werden wir gleich sehen. Na gut, okay. Okay. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Haben wir wieder ein bisschen was zum Verhökern. Wer läuft denn da? So, einmal darunter. Was bist du denn? Eine Waldläuferin. Aha. Da scheinen ja doch einige hier Waldläufer zu spielen. Aber ich muss sagen, ich bin eigentlich hier mit der Drachenkriegerin. Das. Also. Muss an mir liegen. Also mir liegt es jedenfalls irgendwie viel mehr. Stulpenstiefel. Sonst noch jemand ohne Fahrschein? Du? Okay. So. Wir können nämlich gleich hier den Reisepunkt nehmen. Und ach, was macht denn Meister Vitrandir hier? Einfluss des Bösen. Was? Der Anführer der Untoten war unser Hauptmann Jeremy. Der Verhüllte muss ihn nach seinem Tod wiederbelebt haben. Das darf seine Rosalind niemals erfahren, okay? Na gut. So, 11 an der Mand. Haben wir gekrischt. Sehr schön. 320 Münzen. Und noch irgendwas. Und die Kette. Noch eine Kette. Meine Güte, wie viele Ketten gibt es denn hier? Also, wir haben jetzt diese Kette. Dann haben wir. Hä? Wo ist denn die Kette? Ich sehe keine Kette. Okay, dann reden wir mit dir nochmal. Agathons Licht ist eine Aufgabe, die du noch für uns hast. Die ist auch hier auf Swordfield 2. Agathons Licht. Auf dem alten Friedhof sind die Lichter Agathons verlöscht, als die Untoten kamen, entzündet. Genau, als die Untoten kamen. Entzündet die Lichter, auf dass Agathons Kraft uns vor dem Bösen schütze. Okay. Drei Lichter sollen wir da. Was war das? Machen und Kings Hill. Noch eine Aufgabe in Kings Hill. Hier kannst du nichts mehr tun, Julina. Ich bleibe mit Grimmax Stab hier und schaue, ob man die Festung wieder aufbauen kann. Geh nach Kings Hill, berichte Mathilda Keen von den Angriffen hier. Das Bündnis muss handeln. Ja, das machen wir aber irgendwann mal. So, okay. Noch ein Drachen. Uah. So, jetzt haben wir hier vier Aufgaben hier oben. Die sollten wir vielleicht machen, bevor wir zurückreisen. Machen wir das? Mache ich das so? Oder mache ich das nicht so? Ich glaube, ich mache das so, ja. Why not? Oh ja, okay. Noch Fragen? Ein Stirnband, okay.
So, können wir das ausrüsten mal bitte, das Stirnband? Ach, da ist übrigens eine Kette. Das habe ich vorhin nicht gesehen. Das habe ich völlig übersehen. Das ist die Kette. Wo trage ich das? Wahrscheinlich irgendwie so am. Ach, das ist Waffenzier. Okay. Das hängt um den Hals. Sehr schön. Lalalala. Und was hatte ich gerade? Ein Stirnband. Und das ziehen wir mal an. Beziehungsweise das haben wir jetzt zwischen angezogen. Auch wenn 2 Punkte weniger Rüstung drauf sind, aber egal. So. Los geht's. Da konnte man irgendwie durch, richtig. Und irgendwelche Lichter soll ich entzünden, richtig? Kann man die auch entzünden? Kann ich das entzünden? Ich weiß nicht, was kann ich denn entzünden? Ich will irgendwas entzünden. Zeig mir die doch mal an. Das sind die Lichter, jetzt verstehe ich. Alles klar. Wo ist das nächste? Ja, ich kümmere mich ja schon um dich. Ist in Ordnung. So, noch ein Licht. Damit wir dann 3er haben. So. Okay. Dann haben wir. Momente mal. So, das ist erledigt. Dann müssen wir nach Grimford. Das ist erledigt. Dann müssen wir zu Meister Witrandier. Und das können wir hier sowieso nicht machen. Dann müssten wir nach Kingshill reisen. Genau. So, also gehen wir zurück. Zu Meister Witrandier. Hier gab es irgendwie eine Abkürzung. Mal auf. So, Meister. Die Lichter sind entzündet. Agathon sei Dank. Die Kraft der Feuer möge die Untoten von den Gräbern verscheuchen und dafür sorgen, dass jene, die dort ruhen, ihren Frieden bewahren können. Hab Dank. Aber sehr gerne doch. So. Dann gehe ich jetzt zurück zu der krummen Mary. Das heißt, wir reisen jetzt in die Stadt Grimmitch Stone Grimford. In die Stadt Grimford. Ach, das kostet. Tja, ihr seid ja tricky drauf. Das kostet mich Kohle. Ja, vielen Dank. Ich lauf. Bewegung ist gesund, ne? Und wer weiß, was der ein oder andere dann zwischenzeitlich hier noch verliert. So an Münzen und sonstige Items. Manchmal ist es auch nur das Leben, was sie verlieren. Aber das ist ja schon wieder aufgegangen, wie ich sehe. Stulpenstiefel. Die sind sogar besser als die, die ich anhabe, und deswegen tauschen wir. Was denn? Die sind besser als. Ist ja verrückt. Gegenstandsstufe 10, Rüstungswert 14. Naja, aber die Kampfkraft, ne? Ich lasse mal die Grünen an. Habe ich irgendwas übersehen? Nein, ich nichts mehr. So, dann marschieren wir mal weiter. Ach, da schon wieder welche. Ja, immer her mit euch. Ein Überwurf. Zeig ich mal. Ist der besser als den, den ich anhabe? Ja, der ist besser. Deswegen tun wir den auch anziehen.
Wir tun den anziehen, ja. Tolles Deutsch, Elfer. Ihr könnt mir ja mal reinschreiben, was ihr besser findet. Den Drachenkrieger oder die Waldläuferin. Obgleich ich nicht glaube, dass ich mich da großartig dann beirren lasse. Allerdings könnte es sein, dass ich dann den anderen auf jeden Fall nochmal spiele. Wenn euch das so viel Freude macht. Theoretisch. Och Mensch, immer droppen hier die Kugeln, die schönen roten. Ja, vor Wut jetzt ein paar Löcher in die Erde gehackt. Hm? Gut gemacht. Sehr eindrucksvoll. Ach. Noch irgendjemand ohne Fahrschein? So. Und der redet immer noch nicht mit mir, na gut. Und der redet auch nicht mehr mit mir, der Dorfbüttel. Egal. So. Die krumme Mary, da steht sie doch. Irna ist also nicht da. Stattdessen fandet ihr einen violetten Kessel. Zelza. Sie hat ja immer gern merkwürdige Dinge gekocht, aber so etwas, dann ist sie vielleicht nach Kings Hill. Sie hat da eine Schwester. Danke, ihr seid ein gutes Mädchen. Na toll. Aber immerhin, Andermann können wir immer gebrauchen und Münzen auch. Und einen universellen Heiltrank, den können wir auch mal gebrauchen. Ja. Aber ich hätte auch hier mit zurückreisen können. Genau. Okay, verstehe. Was hast du so Schönes? Ach, du hast ganz viele Essenzen, ja. Ich auch. Nicht ganz so viele wie du, aber egal. So. Ich glaube, bei dir hatte ich nichts verhökert. Du hast hier diese ganzen Tränke. Und bei dem habe ich immer die Waffen verhökert. Vielleicht sollte ich das mal beim Schmied machen. Das wollte ich euch ja auch noch zeigen, das mit dem Einschmelzen. Also man kann hier Gegenstände einschmelzen und erhält dann diese... Hallo, zeig doch mal an. Glyphen der Macht. Und mit Glyphen der Macht, wie war das doch, konnte man Gegenstände verbessern. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel meine Axt mal reinziehe, kann ich das Ganze verbessern um diese Werte hier. Brauche dafür aber 2299 Glyphen der Macht. Die ich übrigens auch kaufen könnte, was ich aber nicht tue. So, ich kann das jetzt verkaufen für 43 Kupfermünzen. Ich gucke jetzt mal, was wirklich wenig hat. Das verkaufe ich auf jeden Fall. Also alles, was einigermaßen wertvoll ist, wird jetzt verkauft. Das bringt, glaube ich, einen ganz guten Preis. Das gefällt mir auch so preislich. Das ist wieder sehr gering. Das verkaufe ich. Verkaufe ich. Gering. Verkaufen. Verkaufen. Gering. Das war ja auch gering. Das wollte ich aufheben, ne? Eins von beiden wollte ich aufheben. 6 und 3. Ich glaube, das Unscheinbare, das hebe ich mal auf. Das verkaufe ich. Das hebe ich mal auf. Das wollte ich dann auch irgendwie loswerden, aber wir versuchen mal, ob wir da davon was einschmelzen können, von diesen Dingen. Ne, ich glaube, man kann nur grüne Items oder so. Ja, wahrscheinlich. Gut, dann verkaufen wir das auch. Was soll's.
So, wie war das mit reparieren, kaufen, Waffen, Rüstung? Eine schöne Lederrüstung. Und das ist der Rückkauf. Auch gut. Müssen wir was reparieren lassen? Naja, ein bisschen was müssen wir wohl reparieren lassen. Okay. So. Gut, dann hätten wir das soweit hier fertig. Sind auch schon wieder am Ende des Parts. Und beim nächsten Mal machen wir uns dann also auf Richtung Kixel, wenn es wieder heißt Let's Play Drakensang Online. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Und ja, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Also bis dann, liebe Freunde. Tschüss, macht's gut.